nächsten Tag ist MS Deutschland auf hoher See und ich bin mit dem Kapitän auf der Brücke verabredet. Hubert Flohr kennt nicht nur die Häfen dieser Welt wie seine Westentasche, sondern auch seine MS Deutschland. Captain, MS Deutschland ist für Sie ein ganz besonderes Schiff. Warum? Ja, mit MS Deutschland verbindet mich natürlich eine ganz besondere Beziehung, da ich früher schon mal für die Reederei Peter Daimann gearbeitet habe und speziell hier im Zeitraum von 2000 bis 2007 als Kapitän gefahren bin, bevor ich dann nachher zu Phoenix Reisen gewechselt bin. Ja, nun hat MS Deutschland ja wirklich eine besondere Größe, kleiner als andere Schiffe. Was ist hier genau der Vorteil? Ja, der Vorteil mit unserer Schiffsgröße, reden wir also über die Tonnage mit knapp 23.000 Tonnen oder über den Tiefgang mit 5,80 Meter maximal. Das gibt uns die Möglichkeit, in viele, viele kleine Häfen zu fahren, viele kleine Plätze anzusteuern, wo man mit großen Schiffen eben nicht hinkommt. So sind wir zum Beispiel jetzt in Sevilla gewesen. Das wäre also mit anderen Schiffen nicht machbar. Das kann man eben nur mit dieser Schiffsgröße hier machen. MS Deutschland kommt ja gerade aus der Werft. Inwieweit ist sie auch technisch auf dem neuesten, modernsten Stand? Wenn wir uns zum Beispiel auf der Brücke umschauen, hinter mir, dort haben wir eine komplett neue Radaranlage bekommen, eine neue ECTIS. ECTIS ist also eine elektronische Seekarte, die dem neuesten Stand entspricht. Wir haben neue Funkausrüstung hier auf der Brücke bekommen. Ja. Oder viele Sachen eben auch, die der Gast nicht sieht. Wir haben zum Beispiel eine neue Osmoseanlage bekommen. Osmoseanlage braucht man, um Frischwasser zu gewinnen. Dadurch sind wir mehr autark und können dem Gast dort mehr anbieten. Viele andere Dinge eben auch, die da noch gemacht wurden. Klasse, also modernste Technik in Verbindung mit einem traditionellen Kreuzfahrtschiff. Vielen Dank, Herr Kapitän. Ja, danke schön. Das klingt doch großartig. Auch die Gäste lassen sich vom zeitlosen Design im Mix mit modern gelebter Kreuzfahrt mitreißen. Der Seetag wird ausgiebig genutzt. Ob auf einer der schönen Sonnenliegen oder mit einem kühlen Getränk in der Hand. Eine schwimmende Urlaubsoase im Grand Hotel-Stil, aber seit Phoenix ohne Grand Hotel-Preise. Und die Urlauber lieben es auch, sich vom Tages-Casual-Style abends auch mal richtig hübsch zu machen. Am Galaabend ganz besonders. Spitzenköche laden heute zum Gaumenschmaus ein. Welche Highlights stehen heute auf der Menükarte? Das klassische Surf and Turf haben wir heute. Einmal im Hauptgang das Rinderfilet mit der Riesengarnele. Und in der Vorspeise Schrimps mit Gänsestopfleber gemischt. Somit greifen wir das Menü zweimal auf und können das natürlich dann auch wunderbar umsetzen und ja, geschmacklich jedem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Genießen heißt an Bord von MS Deutschland vor allem mit allen Sinnen. Denn gekrönt wird der Galaabend vom außergewöhnlichen Showprogramm. Stets up to date und auf höchstem Niveau. Es ist schon wirklich ein einmaliges Erlebnis, hier in diesem wunderschönen Ambiente des Kaisersaals zu sein, der seit jeher viele prominente Persönlichkeiten angezogen hat. Voller neuer Energie freuen wir uns auf das nächste Ziel. Wir sind mittlerweile in Frankreich angekommen und fahren auf der schönen Seine in Richtung Rouen, der Hauptstadt der französischen Region Haute-Normandie. Im Zentrum begleitet mich heute Reiseleiterin Dörte Gebauer. Rouen hat in der Vergangenheit schon zahlreiche Schriftsteller und Künstler inspiriert. Unser Rundgang führt uns durch den historischen Teil der Stadt, durch schmale Straßen, die von mehr als 700 Fachwerkhäusern umgeben sind. Wir flanieren durch die Rue Saint-Romain, eine der faszinierendsten Straßen der Stadt, mit der schönen Kirche Saint-Maclou, die zwischen 1437 und 1517 erbaut wurde. Alles sehr beeindruckend.
Dörte, so schön, dass du mir die Stadt zeigst. Was gucken wir uns eigentlich als nächstes an? Also ich habe gedacht, wir gehen als nächstes zu dem wichtigsten Gebäude von ganz Rouen, zur Kathedrale. Okay. Und dann müssen wir unbedingt den Turm uns noch mal anschauen. Du siehst ihn da vorne schon. Und das ist der höchste Vierungsturm Europas, sagen die Franzosen. Auf geht's, gucken wir uns an. Die gotische Kathedrale von Notre-Dame ist wahrhaftig ein Meisterwerk und ein Muss auf unserem Stadtbummel. Wir gehen weiter entlang der Rue de Grande Horloge, über die sich der Renaissancebogen des großen Uhrturms aus dem 14. Jahrhundert spannt. Nicht weit davon befindet sich der Palais de Justice, in dem früher der oberste Gerichtshof untergebracht war. Zum Abschluss der Tour kommen wir am alten Marktplatz, dem Place de Vieux Marché, an, wo 1431 die berühmte Jungfrau von Orléans verbrannt wurde. Und hier endet dieser kurze Einblick in Geschichte und Kultur einer faszinierenden Stadt zwischen Atlantik und Paris. Zurück an Bord will ich noch ein bisschen mehr von Reiseleiterin Dörte erfahren und auf eine lange Geschichte von Phoenix zurückblicken. Dörte, du bist eine erfahrene Reiseleiterin der allerersten Stunde, so ein alter Traumschiff-Manier, könnte man sagen, die Hostess, die gute Seele des Schiffes. Was macht für dich so die Faszination hinter MS Deutschland aus? Ja, also bei der MS Deutschland ist das so, ich erinnere mich, als ich sie das erste Mal gesehen habe, ich so, oh, Gold, Plüsch, nein. Dann bekam ich den Einsatz und habe gesagt, zweite Chance. Und ich war vom ersten Moment an schockverliebt. Also das Ambiente, das Interieur, es passt, die Crew, also man ist einfach gefangen von diesem Schiff. Also da schwebt noch immer der Geist von Peter Deilmann über dem Schiff. Das merkt man richtig. Der hat das wunderbar gebaut und es ist für unsere Gäste auch sehr schön. Und uns macht das Arbeiten, also ich kann da wirklich für die ganze Crew sprechen, Spaß. Nun bist du ja schon unter Neckermann vor über 30 Jahren gefahren, auch mit dem allerersten Phoenix-Schiff, der Maxim Gorki. Sie werden es noch kennen, liebe Zuschauer. Wenn du das so vergleichst, welche Erinnerungen verbindest du so mit Phoenix-Reisen? Oh, Familie, ganz ehrlich, Familie. Ich erinnere mich auch an meine ersten Kreuzfahrten, da war die Firma ja noch ganz klein. Dieses Wachstum, das so mitzuerleben, das ist toll. Macht viel Spaß und ich möchte nicht woanders hin. Schön, dass du deine Geschichte und die Geschichte von Phoenix mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Am nächsten Morgen haben wir im bezaubernden Honfleur ebenfalls in Frankreich festgemacht. MS Deutschland ist Routenmeister mit stets neuen Premieren. Denn dank ihrer hervorragenden Größe kann sie auch kleinere Häfen anfahren, wo große Schiffe schon gar nicht mehr hinkommen. Für den heutigen Landgang haben wir uns mal ein paar Fahrräder ausgeliehen, um die Blumenküste genauer kennenzulernen. Ja, Christian, schön, dass wir heute den Tag miteinander verbringen. Du leitest ja an Bord der Deutschland das Ausflugsbüro. Wie muss ich mir da deine Arbeit vorstellen? Was sind deine Aufgaben? Ich organisiere mit meinen Kollegen zusammen die Landausflüge für unsere Gäste. Das heißt, wir planen die Ausflüge, wir sprechen mit den Agenturen, buchen die Busse, die Reiseleiter. Das ist eine interessante Geschichte, weil man kommt viel rum und ist auch jeden Tag woanders. Also, du kennst die schönsten Ziele dieser Erde, könnte ich mir keinen besseren vorstellen, als Honfleur heute mit dir auf dem Rhône zu erkunden. Auf geht's! Auf geht's! Honfleur war im Mittelalter eine Festung an der Mündung der Seine und Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen nach Amerika. Viele Künstler aus dem 19. Jahrhundert haben diesen malerischen Ort in ihren Werken festgehalten. Das Stadtzentrum liegt rund um das Vieux Bassin, in dem sich Segel- und Fischerboote drängen. Es wird von hübschen, schiefergedeckten Häusern gesäumt, die auf Honfleurs Blüte aus dem 17. Jahrhundert zurückgehen. Die
Dieses pittoreske Hafenstädtchen begeistert uns. Es sind die kleinen Gassen und der unverwechselbare Charme, der uns an diesem Tag nachhaltig in den Bann zieht und bleibende Erinnerungen schenkt. Liebe Phoenix Reisen TV Zuschauer, damit kommen wir übermorgen schon in Hamburg an, wo unsere Kreuzfahrt entlang der westeuropäischen Küste endet. Aber nicht nur diese besonderen Ziele, sondern auch das einmalige Flair an Bord von MS Deutschland haben uns schwer beeindruckt. Dieses Willkommen-zu-Hause-Gefühl, das könnte nicht besser gelebt werden als hier. Machen auch Sie diese schöne Erfahrung und eine Kreuzfahrt mit Herz und Tradition auf MS Deutschland.